Öffnen des Raumes, damit die Abwehrspieler weit rüber müssen. Passen, wieder zurückziehen, ja, wieder anlaufen. Gleiche Regel wie vorher. Innerhalb 9 ist Schuss möglich, wenn der Abwehrspieler nicht probiert hat. Zusätzlich kommt jetzt dem Mittelspieler nochmal eine besondere Bedeutung zu, weil er einerseits, wenn der Ball da kommt, entscheiden muss, bin ich frei oder kommt der Abwehrspieler, dann muss er weiter. Könnte auch sein, dass der andere kommt, dann muss ich zurückpassen. Ja? So, damit haben wir die Möglichkeit, die Abwehr aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das andere ist, dass wenn der Halbspieler hier drauf geht und sieht, dass der zweite Abwehrspieler schon weit zur Mitte verschoben hat, Janni muss ein bisschen zurück, dann Joni darf nicht außerhalb 9 raus. Dann spielen wir einen langen Pass rüber und machen da wieder Druck. Ja? So, alles klar. Und los geht's. Hopp. Durch Hinzunehmen je eines weiteren Abwehr- und Angriffsspielers steigt die Komplexität der Aufgabe deutlich. Insbesondere an die Wahrnehmung der relevanten Informationen werden höhere Anforderungen gestellt. Andere Schwarze, genau die. Bis dahin dürft ihr. So, Lukas, du bist jetzt fast im Aus. Jetzt bist du wieder drin. Und los, Joni, hierher. Die Effektivität der Spielform steht und fällt mit der gezielten Steuerung des Spielraums. Hopp, hopp, Sven zurück, zack und Pass, langer Pass, jawohl, und Rückpass, zack. Hopp, und weg das Ding, weg, 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 Aseli drauf zu, Kai auch drauf zu, Sven drauf zu, zack, zack, zack. Den kaufe ich. So aus, aus der Ecke, ein Dribbling, hoch bis Blau schneidet 9 Meter. Pass zum Sven, Rückwärtsbewegung, Sven ein bisschen anziehen, warten, jetzt den Ball in die Vorwärtsbewegung wieder hier, Absprung zwischen Blau und Schwarz, reinfliegen, öffnen und weg. Und los geht's. Hopp. In der C-Jugend nimmt die Bedeutung der Außenspieler deutlich zu. Durch die reduzierten Tiefenräume in der Abwehr, Übergang von der Mann- zur raumorientierten Spielweise, werden die breiten Räume umso wichtiger. Die Außenspieler sind für die Nutzung dieser Räume verantwortlich. Um auf den Außenpositionen gefährlich zu sein, müssen die Spieler lernen, trotz des eingeschränkten Raumes aus der Bewegung zu werfen und den schlechten Wurfwinkel zu nutzen. Diese Aufgaben stellen sich unabhängig von der Spielfeldseite für Rechts- und Linkshänder. Rück und vorwärts. Zack und weg. Sehr schön. Einen Preller in Richtung Blau schneidet 9 Meter mit Stoppbewegung und Vierteldrehung in Richtung zum Tor. Also Preller und zack. So, Sven stößt jetzt hier auf dem Bereich oder im Bereich der grünen Linie geradeaus. Ja? Nicht zur Mitte, sondern hierher, hierher, hier. Ja? Da ist er, guck mal, das ist er vor der grünen Linie. Ja? Und genau auf der kannst du entlang laufen. Dahin. Pass, sofort nach außen weg, Rückpass, zack, und jetzt von hier, tschupp, weg nach außen. Alles klar? Hopp, mach doch. Hopp, hopp. Variable Anlaufwege durch seitliche Bewegungen gehören zum obligatorischen Repertoire der Außenspieler, da ihnen der Tiefenraum fehlt, um sich von der Abwehr zu lösen. Zack und durch. Okay. Die Orientierung im Raum ist ebenso wichtig, damit der Angreifer den Winkel zum Tor nicht unnötig verschlechtert. Technisch gut ausgebildete Spieler nutzen auch in diesen Aufgaben immer die taktisch richtige Hand zum Passen. Achtung, jetzt Pass zum Sven und im Korridor zwischen roter und blauer Linie nach außen bis ungefähr in den 9-Meter-Raum rein. Das heißt, hier 9 Meter überschritten, schwarze Linie hier außen. Das wäre gut, wenn wir da stoppen. Maximal außen, zack, hier in der Ecke auf dem blauen Streifen. Kriegen hier, ja, Stoppbewegung, zack, zack, nach innen und weg. Okay, also Pass,
Sauberes Timing beim Pass. Eine schwierige Aufgabe ist die raumentlastende Bewegung in die Spielfeldecke mit Ballannahme, Abstoppen und Gegenbewegung zum Wurf. Auf geht's. Hopp. Zack. Noch weiter nach außen. Und los geht's. Pass. Absetzen nach außen. Zack, zack, zack. Und weiter nach außen noch das Ganze. Und los geht's. Zack. Hopp, hopp, hopp. Das ist mal ein bisschen zu weit innen. Um einen Schrittfehler zu vermeiden, müssen die Spieler situativ ein Dribbling einbauen können, das aber ohne Blickkontakt zum Ball ausgeführt werden sollte. Auch diese Grundbewegung kann von Rechtshändern auf Rechtsaußen erlernt werden. Zur Entwicklung des Spielverhaltens eignen sich vor allem sogenannte Grund- oder Sektorenspiele. In einem vorgegebenen Raum agieren Abwehr und Angriff zumeist in Gleichzahl gegeneinander. Ein Anspieler kann den Angreifer unterstützen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf möglichst spielnahem Verhalten. Die Angreifer sollen auch nicht gelungene Aktionen nicht abbrechen, sondern nach Doppelpass mit dem Anspieler sofort wieder eine Spielhandlung starten. Nach der Doppelpassaktion, zack, zack, spiele ich meinen Ball ab und versuche dann erstmal, mir den Raum zur Mitte zu öffnen. Gehe erstmal wieder in Richtung Außenposition, um den Abwehrspieler auch zu zwingen, eine Position zu nehmen, dass er Ball und Gegner sehen kann. Dann öffne ich den Raum in der Mitte. Dann geht's hoch hier, zack, drehen. Täuschen und vorbei. Wenn es nicht geht, Pass und wieder nach hinten. Wenn der Abwehrspieler offensiv geht, in den Pass rein. Zack, hoch antäuschen. Zack, hinterlaufen, da reingehen. Geht genauso. Ja, das sind die Bewegungen, die er dann macht. Ja, und die Rückraumspieler müssen so viel Geduld haben, lange genug den Ball zu halten, bis derjenige auch frei ist. Ziel in diesen Grundspielen ist die Anwendung der zuvor erworbenen technischen Elemente, beispielsweise der seitlichen Bewegung. In der aktiven Auseinandersetzung mit dem Gegner müssen diese Grundbewegungen räumlich-zeitlich angepasst werden. Je intensiver die Angreifer den Raum nutzen, desto bessere Chancen haben sie auch in vermeintlich ungünstigen Räumen. Und los geht's. Zack. So, aus der Ecke. Tschupp. Und los. Hopp. Hopp. Zack. Hopp. Und weg. Ja. So, wir spielen zweimal 1 gegen 1. Plus 1. Timmy gegen Lukas. Svenny gegen Jan. Und ich bin der Anspieler. Ich darf aber jeden Angreifer anspielen. Das heißt zum Beispiel Pass, 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 Ballbesitz, Rückraum, Mitte, außen in der Ecke, außen in der Ecke, Abwehrspieler halb deckt eng, Abwehrspieler außen pennt, tut mir leid, ist die gleiche Bewegung wie vorher, Timmy hoch antäuschen, fang den Pass, zack, zack, geht auch. Ja? Sven hinterlaufen geht. Wichtig ist nur das Zusammenspiel außen und halb. Ja, so, ich muss nicht die tödlichen Pässe geben. Ihr müsst sie euch erspielen. Und los geht's. Während in der ersten Spielform der Anspieler im Rückraum ohne Gegenspieler agierte und deshalb seine Pässe ohne Druck vorbereiten konnte, agieren nun zwei benachbarte Angreifer in ihrem Spielstreifen gegen aktive Abwehrspieler. So, wichtig ist mir, wenn ich den Ball auf der Mitte habe, dann öffnet ihr den Raum außen in die Ecke und Rückraumspieler verlagern breit. Dann öffnen wir hier den Raum. Jetzt können wir zum Beispiel machen, Bewegung hier rüber, zack, entweder durch oder abstoppen, Gegenbewegung und dann Zusammenspiel mit dem Außen. Alles klar? Let's go! Hopp und los. Weg, weg, weg. So, zack, raus, auf die Lücke. Zack und weiter. Jetzt kommt der Timmy, auf die Lücke und weiter. Die Spieler lernen in diesen Formen, ihr individuelles Verhalten auch taktisch auf die Nachbarposition abzustimmen. Raumentlastende Bewegungen ohne Ball, das Erkennen und Nutzen von Lücken sowie das gezielte Weiterspielen werden hier intensiv trainiert. Weg, weg,
weg und weiter. Asini wieder zurück. Gut und weg. Weg, weg, hopp. Außen mehr aus der Ecke und dann auf die Nahtstelle. Zack und auf die Nahtstelle. Weg, Lücke und weiter. Sehr schön. Und los. Zack, zack, zack. Kurzer Tobi, jetzt viel mit ihm. Weiter, weiter, weiter. Die Aufhebung der Trennung der Spielstreifen erweitert die Möglichkeiten im